So, es ist wieder mal Zeit für eine Runde Grounded. Mit dabei sind natürlich wie immer meine Bertholds, der Schabernack und der No-Budget-Nerd. Und damit fangen wir an in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded. Wir stehen hier locker flockig auf unserem Dach, gucken in den Sonnenaufgang, ist das nicht wunderschön? Es ist wunderschön. Und ja, wollen uns heute auf den Weg machen, den Teich erkunden, der nun endlich mit dem Update dazu gekommen ist. Verkloppt ihr euch hier Ja. gegenseitig oder was macht ihr? Nee, mich hat gerade so eine beschissene Gnat angegriffen. Was ist hier los? Echt? Ich Das kann ich sehe mir nicht bieten lassen. gar keine Gnat, aber okay. Die ist gerade da hinten. Also, wenn die mir nochmal kommt, dann mache ich die weg. Ja, Dann okay, kann ich kannst du die verstehen. noch sehen. Ne, habe ich Verständnis für. So, ich würde sagen, bevor wir hier nur blöde Ankündigungen machen, würde ich sagen, rennen wir gleich los, wa? Ja, wir sind Auf zwischenzeitlich Zeit. von der Forschungsstation wieder nach Hause gelaufen, weil wir uns dachten, okay, da haben wir genug Zeit rumgeeiert. Und ich habe mir schon mal hier lustig Ladybug-Rüstung gebaut, die erste. Wir haben noch nicht genug Ja. Blueberries gehabt, weswegen ich das nicht so vollumfänglich tun konnte. Also Ragnar ist gerade der hübscheste, rüstungsmäßig. Ja, wir haben jetzt Ja. die drei Rüstungen, die wir bauen können, haben wir alle an. Eine Ameisenrüstung, eine Eichelrüstung. schwere Eichelrüstung und eine Ladybug-Rüstung. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das hier mit dem Erkunden anfangen sollen, aber ich würde sagen, wir schwimmen da drüben einfach mal rüber, oder? Ich meine, Also wir steht sollten. ja, das dritte Ausrufezeichen sagt ja, suche einen Weg in die Tiefen des Teichs. Also Genau. was sagt für mich ein Weg in die Tiefen des Teichs, stumpf reinhüpfen, oder? Wollen wir es mal Nee, machen? tauchen, glaube ich, ist Quatsch, aber ich springe da jetzt einfach rein. So. Das Einmal mach rein. ich doch! Trottel! Aber ich meine eigentlich darüber. Boah, hier, das mit den Luftblasen, ist das neu? Gab's das schon? Oh, was ist das denn? Hier ist was eingeblubbelt. Das Ding ist, es gibt wahrscheinlich auch Unterwasserspinnen. Ja, super. Nee, gibt's die? Wurden die angekündigt? Ich habe ich im Trailer gesehen, ja. Oh. Und ich sehe schon die ersten Kaulquappen. Wie geil ist das denn? Was schwimmt denn hier rum? Was ist das denn? Ich sehe Kois. Oder ich sehe einen Du siehst Koi. ein Kreuz? Ich Was sehe einen Koi. ist das denn für ein Vieh? Und Kann mir das mal Kaulquappen. einer erklären? Ich weiß nicht mal, wo Was du denn? Was bist. meinst du? Alter, hier sind. Sind das so eine. Der hier mit der Kaulquappen. Blubberblase. Hier sind Zecken. Oh, der Koi mag mich nicht, glaube ich. Oh, shit. Ah, das sind diese. Ah, alles klar, das sind diese Wasserwanzen. Ach, Oh genau. shit. Ja, der Koi kam gerade auf mich zu. Wo ist hier ein Koi? Ich sehe hier nichts. Also Der ich bin war gerade jetzt. direkt unter dir. Da unten, alles klar. Oh, creepy. Das ist ziemlich cool. Ja. Michi gefällt das. Michi gefällt das. Boah, ich bin hier hinten bei diesem komischen Steinding. Ich habe hier Seerosenwachs Und gefunden. hier ist Oh, das tatsächlich ist schön. nochmal ein Lock und eine Forschungsstation. Technologies Dr. Wendell Wir haben einen in der Oh, Nähe. ein Wendell spricht gerade zu mir. Ja. Wo bist denn du? Hier hinten. H for safety. Uhu. Final evaluation Hier tests ist of auch. the spacer are going well. Wie bist du da hochgekommen? Hier hinten ist ein Lock. Da ist ein Ast. Genau. Hier sind noch mehr I have observed Kaulquappen. no ill side effects, Ich but sehe keinen making a Ast. note to check that later. Hinten, also Making direkt it dahinter out. eigentlich. I'm still annoyed by Dr. Was ist Klein's das attitude at the barbecue when I confided in him about my Science. success. He was arrogant, as Ah. always, dismissing my breakthroughs in covalent spacing reduction, questioning the very use of shrinking technology. Ja, also wie kann man den What a die ridiculous lack of vision. World hunger, overpopulation, global warming, just the Das Gute tip ist of the natürlich, wenn wir hier iceberg. gleich gerade neue Sachen finden, können wir das auch gleich analysieren. Das ist schon mal sehr geil. Ja, finde Kai, du hattest ich. doch was gefunden, analysier das mal. Oh, Seerosenwachs. Finflops und Pebblet Dagger. Okay, der ist neu. Wo hast du das jetzt? Kieseldolch. Achso, du bist am Analysieren oder was? Ich Oh, habe hier ist eine gerade Riesenmünze. eine Schleimlaterne. Eine Münze, die will ich sehen. Oh ja, Hier ist eine cool. Riesenmünze. Hammer. Das ist ja geil. Wah! Ich bin gefallen. Und hier ist so ein Blobbel. Okay. Die Es wundert Kaulquappen mich, sind dass hier keine voll geil. Spinnen krabbeln. Weil hier zwei riesengroße Netze sind. Habt ihr euch die Und Kaulquappen der aus der Nähe Wasserkopf. angeguckt? Die was? Die Kaulquappen aus der Nähe angeguckt? Nein. Ich hab mich nicht so wirklich rangetraut, Die aber sind ich glaube, ich werde es mal tun. Irgendwie niedlich. Ich kann sie leider nicht verkloppen. Oh, ich hab Boah, einen. das ist ein Koi. Boah, ist das Ding hübsch, Alter. Oh shit, ich bin unter das Ding gepaddelt.
Bin jetzt fast ertrunken. Kann man eigentlich hier diese Dings umhauen? Das Schilf? Is there a way to do this? Also, man kann unter Wasser irgendwie nicht zuschlagen, oder? Nee. Wie kann man denn unter Wasser zum Beispiel irgendwas abbauen? Also, wenn, falls wir da jetzt was finden würden. Ja. Kannst, unter den Blättern kannst du diese Seerosen-Zeugs einfach einsetzen mit E. Ah, stimmt. Tatsache. Oh, stimmt. Das ist grün, ist klar. Quasi die nächste. Ich hab gerade die Lampe freigeschalten. Ich finde die gerade nicht, ne? Ich guck lieber erstmal unter dem Ding hier, was abgeht. Also auf jeden Fall Nisten, die Quabben hier unter diesem Steintempel. Da, Schleimlaterne. Ja. Eine Laterne aus wasserabweisendem Material. Ah, das können wir wahrscheinlich gut gebrauchen, ne? Und Schleimpilz. Nützlich zur Erkundung der finsteren Tiefen. Ja. Da brauchen wir Seegrasfaser. Die können wir wahrscheinlich wieder nur mit diesem T2-Scheiß abbauen. Das glaube ich noch nicht mal. Ups, hab ich jetzt schon wieder. Ich tauche mal ein bisschen runter. Ich sehe, was sehe ich hier? Kann ich schon mal nicht sammeln. Alter, der Koi so, macht. Der Koi kommt gerade direkt auf dich zu. Ja, ich hab's und jetzt gesehen. Kommt er direkt auf mich zu. Oh, der macht Geräusche. Ja, ja, macht er. Was ein bisschen unrealistisch ist, aber okay. Ist ziemlich cool. Ja. Weiß ich nicht. Geräusche unter Wasser halt, ne? Na gut, die Haie in Jaws haben auch Geräusche gemacht, warum auch immer. Ja, ist halt irgendwie Quatsch. Aber man soll ja nicht nur den Realismus sehen, ne? Nein. Atmosphäre. Aber hier unten brauchen wir auf jeden Fall keine Fackeln. Hier ist noch bullehell. Ja, noch. Aber vielleicht machen sich da diese Grünpilze vielleicht nutzen, weil die können ja nicht ausgehen gerade. Stimmt. Die oh Scheiße, ich ertrink gerade. Ja, ich bin auch. Oh ja. Ups, ich bin tiefer als ich dachte. Ich bin viel tiefer als ich dachte. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ich bin ersoffen. Ja, nein, nein, hätte ich das noch mal gesagt. Wie geil. Oh 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 oh. Das war tiefer als gedacht. Ich bin gespannt, ob mein Rucksack schwimmt. Oder ob der jetzt da unten am Boden rumtreibt. Ja, das war dumm. Aber das kann ich gut. Also dumm ist ja meine Stärke, ne? Ja. Dumm, arrogant und cocky. Cocky. Hm. Wie kriegen wir denn dieses Seegraszeug? Ja, deswegen bin ich da ja eigentlich runtergetaucht, ursprünglich mal. Seegrasfaser. Oh, man muss eine Nobel. Ja, ich bin hier, halt. Abbauen kann ich es nicht. Nein, mit der Axt. Unter Wasser kannst du vergessen, da geht gar nichts. Nee, auch über Wasser. Also ich kann zwar das Gras hauen, aber. Nee. Vielleicht sollten wir nochmal irgendwo was finden, was vielleicht treibt. Hier treibt doch Stuff auf dem Wasser. Ja. Kann man das irgendwie nehmen? Nein. Nee, das kann nicht. Nein. Vielleicht müssen wir irgendeine Zutat analysieren, dass uns irgendwelche Werkzeuge für unter Wasser zum Beispiel. Ich schwimme dahin. Ich schwimme dahin einfach mal zu dieser Seerose. Zusammen mit meinen neuen Freunden, den Koggen. Koggen, ja. Den Koggen. Den Quabben. Den Quabben. Wie viele O2-Sekunden habt ihr? Also ich habe 38 Sekunden. 40. Insgesamt 40 habe ich hier. Ist gut. Also ich sammle gleich mal so viel Wachs wie möglich hier ein. Interessant wäre es, mal mit so einem Pfeil und Bogen auf so eine Kaulquappe zu schießen. Oh ja. Kaulquappe. Tatsächlich. So, hier war doch irgendwo eine Seerose. Da will ich jetzt mal hin. Na komm hoch. Kann ich da was abbauen? Nee. Ich mag dieses Koi-Geräusch nicht hinter mir, das ist schon unangenehm. Also von der Seerose kriegen wir gar nichts. Nur unten drunter den Seerosengedönschleim. Ja. Hier die Kaulquappen machen. Hä? Achso, das ist Trinken. Nee, ich will jetzt trinken, scheiße. Boah, die machen aber auch viele Geräusche.
Ja, hau ab. Was haben wir denn? Das ist nochmal so ein Floh, so ein Wasserfloh. Ah, den, man kann unter Wasser einen Speer verwenden. Ah, okay. Zum Glück habe ich immer einen Speer dabei. Oh, ich glaube... Moment mal. Der Koi mag mich nicht. Der ist kein Freund von mir. Ich glaube aber, man kann diese Säcke, die da unter Wasser sind, aus denen kann man, glaube ich... Kann man nicht aufpieken. Nee, aber ich glaube, da kommt regelmäßig Luft raus, die du atmen kannst. Ja, das ist richtig. Aber ich habe es noch nicht geschafft, da irgendwie was einzuatmen. Ja, ich will das gerade mal versuchen. Es kamen mir gerade 3 Schwünge und jetzt kommt... Trink nicht dabei. Jetzt bin ich da und jetzt kommt wieder nix. Ah, jetzt kommt eine blaue Blase, ich guck mal. Ja, kriegst wieder volle Atmung. Oh, das ist gut. Also muss man... Einfach nur bei den Blasen bleiben, ja. Zu richtiger Zeit am richtigen Ort sein. Ja, genau. Ohohoho, Freundchen. Der ist blind auf einem Auge, sehe ich gerade. Der Ärmste. Der Koi. Der Koi hat das rechte Auge, das linke Auge ist zerpiekt. Okay. Hat eine fette Narbe drüber. Das könnte ein Vorteil sein. Meinst du? Meinst du, die sind so weit gegangen? Okay. Vielleicht. Hier schwimmt. Ach, das ist der Kescher. Dry Grass. Ich werd bekloppt. Aber kein Seegras. Nur trockenes Gras hier. Okay, was brauchen wir denn für den Speer? Wäre so sinnig, wenn wir uns alle einmachen. Ich hat das Löffelchen abgegeben. Echt? Ja, ich war an der Oberfläche, er hat schon Luft geholt. Tja. Too late. So, was brauchen wir denn für einen Speer? Dafür werde ich das Spiel jetzt fett beenden. Mal wieder. So. Also, Ragnar, wie sieht's eigentlich mit deinem Sack aus? Hast du den wiedergefunden? Ja, alles wieder da. Schwamm an der Oberfläche. Echt so, cool. Spiky Sprig. Aber tatsächlich. Ach da, Pablets Bier. Brauche ich? Ja, Pablet. Ja, gut, okay. Sprig, Fibers and Pablets. Also, ich find's ja tatsächlich. Soll ich dir was davon mitbringen? Ja, alles am besten. Also, mach am besten mal 3 Speere, wenn du eh zu Hause bist. Dann müsste alles da sein. Ich bin unterwegs gerade. Ich tue hier fleißig weiter drauf rum. Findet man ja schnell. Ja, nö, ich bin sonst auch gleich am Strand. Kann ich mir doch selber suchen. Was brauchst du? Brauchen wir Plant Fibers, Sprigs und Pablets. Also Sprigs habe ich alle da, Plant Fibers auch. Das sind Pebbles. Also. Ne, Steinchen. Kiesel. Genau. So, Pflanzenfasern habe ich für alle genug. Es war leider Klee und kein Dings hier. Keine Setzlinge. Ich werde uns mal 3 Speere bauen. Bist du denn schon soweit, dass du alles da hast? Ich habe einen. Das ging ja schnell. Ich habe einen Stein. Ich habe noch einen Stein. Nee, doch nicht. Es waren doch nur Pflanzenfasern. Okay. Gut, wie wollen wir das denn gleich möglichst koordiniert hier umsetzen? Ich würde ja sagen, wir versuchen einfach mal stumpf runterzutauchen. Also ich habe jetzt 3 Speere gemacht. Achso, ja super. Ja, haben ist besser als brauchen erstmal. Ja, eben. Ne? Also da können wir auch ruhig ein paar mehr von haben. Also da hinten ist auf jeden Fall noch so ein Strohhalm, der ins Wasser ragt. Okay. Es fehlen echt nur die Sprigs bei mir. Ist ja wohl ein Scherz oder was? Hätte ich... Achso, nee, Sprigs habe ich keine, sorry. Wasserflohfleisch. Oh, Wasserflohfleisch. Ich wollte gerade sagen. Wasserflöhe eingesammelt, wie auch immer ich das hingekriegt habe. Täuschköder. Okay. Alter, wieso kriegt denn jetzt dieses Netz nicht kaputt? Na komm, schwimm nicht so schnell weg, du blöde Sau. Geht doch. Ich hab fast der Kaulquappe erlegt. Fast. Ja, die ist auf einmal schneller geworden. Wie kann sie es wagen? Wie kann die einfach sich nicht von dir erschlagen lassen? Das ist ein Unding. Die ist fast tot. Oh, ich muss hier von der Klippe springen. Das wird. Ich hab sie. Ich hab sie. Wuhu. Ich hab endlich Sprigs. Wow. So, das ist der erste Speer. Ey, Escape funktioniert bei mir gerade mal. Ich raste aus. Dum dum. So,
Und der Mike dann noch rein. So. Ich habe 2 Speere. Und jetzt habe ich 3 Speere. Oh nein. Ich höre böse Musik. Oh, was ist das denn? Ah, geil. Gut. Billy Hawks. Das ist echt so eine Hotdog-Packung, so eine alte. So, jetzt muss ich den aber erstmal noch hier irgendwie mein Inventar packen, wäre clever, oder? Und ja, scheiß auf Essen. Oh nee, doch nicht scheiß auf Essen. Ich habe total Hunger, Alter. Bin total leer gefressen. Leer gehungert. Aber scheiß auf Essen. So, jetzt muss ich irgendwas mal irgendwie wiederfinden hier. Zack. War das schon immer so, dass man die gestackt hatte? Die Speere? Ach, das ist ein Kescher. Nein. Die hat man jetzt gestackt. Bei mir steht unten 3 Speere. Tatsache. Voll gut. Das ist ein Kescher, der ins Wasser schaut. Ja, ja, okay. da war ich schon da. Ist nichts zu holen. Aber darunter sind diese Wasserbläschen, diese Luftbläschen. Ja, hier sind auch ganz viele Kaulquappen. Hier liegt ein Frisbee. Okay. Das ist ja voll cool, dass man unter Wasser mit dem dann auch zustechen kann. Ja. Ich meine, da haben wir immer noch kein Seegras, aber naja. Kann man eigentlich irgendwie sich einen Tauchersack oder sowas bauen? Das ging doch irgendwie, oder nicht? Muss ja. So eine Tauchblase. So, ich komme mal wieder ein bisschen mehr in eure Richtung. Oh ne, hier sind relativ tief unten Sauerstoffbeutel. Okay. Den würde ich jetzt erstmal einmal mitnehmen, auch wenn der Koi mir ein bisschen Angst macht. Nimm ruhig mit. Was, den Koi soll ich mitnehmen? Nein. Ja. Gönn dir. Oh ne, und hier. Ich glaube, hier unten brauchen wir dann doch vielleicht ein bisschen Licht. Boah, hier ist eine Spinne. Sag ich doch. Da war sie? Ja. Ja. Devil Bell Spider. Die kriegt man ja alleine kaum tot, ey. Also zumindest, wenn ich nochmal hochtauchen soll. Die muss jetzt sterben. Vielleicht sollten wir Kai ab jetzt auch Koi nennen. Ja. Einfach so. Knochendolch. Irgendwoher habe ich gerade wieder Sauerstoff bekommen. Ich weiß nicht woher. Hast du gerade das Fleisch gekillt? Ja, ja. Ich habe es platt gemacht. Weil wir haben gerade eine neue Idee. Knochendolch. Ja, ja. Ich mache auch noch eine platt. Scheiße. Warte, ich komm, ich helfe dir. Ja, hier ist auch eine Sauerstoffblase gleich daneben. Oh ja. Versunkener Knochen und ein DE-733 Item. Okay. So, noch ein bisschen runter. Ich brauche nur noch einmal Sauerstoff vorher. Das heißt, ich muss hier noch kurz warten. Blub. Und ab geht's. Ab in die Tiefen. Hier ist doch garantiert auch irgendwo so eine Forschungsstation, in die du dann rein kannst. Unter Wasser? Ja, klar. Stimmt. Why not? Oh, hier ist ein dickes Kabel oder ein Schlauch oder so. Seegras benötigt Hackwerkzeug. Hackwerkzeug? Wo bist du denn? Wo hast du es gesehen? Gibt's nicht diese Hacke? Haben wir nicht diese Hacke? Wo ist das denn? Warte mal, ich brauche erstmal wieder Sauerstoff. Wo ist die Blase? Oh, ja. Da. Oh, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich habe nur noch 8 Sekunden. Scheiße. 5. Wenn hier jetzt nicht gleich Sauerstoff rauskommt. Oh. Der kommt dazu unregelmäßig raus. Oh, jetzt kommt die Blase. Oh, gerade so. Ja, bei mir kam die Blase dann erst. Das ist ein bisschen scheiße. Man kann nicht richtig abschätzen, wann da Sauerstoff rauskommt und wann nicht. Also, eben gerade hatte ich das auch. Da hing ich da drüber, irgendwie 5 Sekunden. Ja, es bringt natürlich wenig, wenn du irgendwie 5 Sekunden hinbrauchst, 5 Sekunden warten musst und ja, geht dir irgendwie die Hälfte der Zeit von den 40 Sekunden flöten. Was denn, Kai? Kieseldolch? Ja, ein praktisches Werkzeug zum Ernten von Wasserpflanzen oder zur Verteidigung gegen die Blumen. Ah, den haben wir doch gerade gelernt. Genau, dafür brauchst du grobes Seil und Kiesel. Ja, dann bringe ich grobes Seil und Kiesel mit. Kriegen wir alle den Kiesel durch. Ja. Dann ist ja gut, dass ich gestorben bin. Und wir haben noch was entdeckt. Was denn? Täuschköder. Ah, wahrscheinlich. Praktisch, um größere Raubtiere
zu wehren. Ja, wahrscheinlich, ja, cool. Für den Koi dann, ne? Weil den kriegen wir wahrscheinlich nicht klein. Also wenn ich habe gerade schon gesehen, wie oft ich auf die Spinne eingehackt habe. Das war nicht feierlich. Wir haben auch noch eine T2-Waffe bekommen. Okay. Der Knochendolch. Ein Tauchermesser aus robusteren Materialien verbessert tatsächlich alle Funktionen praktisch. Sehr schön. Was brauchen wir dafür? Versunkener Knochen, Seidenseil und DE-733-Items. Aha. Keine Ahnung, was das sein soll. Warte mal, ich guck mal selber. Ich mache erstmal hier Pablet Dagger. Nicht analysiert. Ach scheiße, da brauchen wir das Lilypad Wax für. Decay Bait. Achso, okay. Oh, ich habe einen rohen Ding. Ja. Gut, Pablet Messer kann ich machen, wenn ich bei euch bin. Ja. Was hast du noch entdeckt? Slime Lantern. Was in diesen. Die Schleimlaterne ist vielleicht für unter Wasser. Also ja, ja. Wahrscheinlich. Ja, steht drauf. Brauchen wir diese Schleimdinger für? Den Seerosenschleim? Welche Schleimdinger? Die wir für unser. Nee, ich meine. Seerosenwachs ist es. Die wir für unseren Kronleuchter benutzt haben. Ach so, also. Ah, die Schleimpilzstängel. Genau. Davon haben wir aber noch eine Seegrasfaser. Ja, die sind aber, glaube ich, alle noch in der alten Base, ne? So, wollen wir mal schauen. Ach komm, nerv mich nicht. Hüpft da gefälligst. Alter! Ich glaube, die Zeit ist auch schon wieder ziemlich verflogen. Ja, 21 Minuten. Leck mich fett. Aber es war. Ich fand's geil. Ich find's geil hier. Also. Ja. Wasser. Also ist halt nicht, ne? Alles nochmal neu, ne? Ja, ich bin ja kein Unterwasser-Fan, ne? Ich bin ja Schwimmstufe Bleiente, nicht weit, aber tief. Von da habe ich mit Wasser nie viel am Hut gehabt. Aber so entdeckenmäßig ist schon. Da ist ein Rockner. Lauf doch nicht so weit weg. Oh, da leuchtet was Grünes. Was leuchtet hier grün? Hä? Was ist das? Keine Ahnung, ich sehe es auch. Also ich bin jetzt hier gerade im Dunkeln. Hey Leute, ohne Scheiß. Ich bin hier gerade im Dunkeln unter Wasser. Ja. Und eigentlich braucht man gar keine Lampe, weil es Ficker ist hell. Ja, ja. Unter Wasser. Das ist echt. So, wo gehen wir jetzt hin wegen der Kieselgedöns-Geschichte? Kieselgedöns? Du hast ja Kiesel mitgebracht, hoffentlich. Ja, ja, ich habe alles mitgebracht, um uns drei Messer zu machen. Ja, ich brauche meinen Rucksack erst. Ach so, ja. Ach, seid schon wieder im Wasser, ich bin gerade weggeschwommen. Ja, warum denn? Oh, weiß ich nicht, ich war weg. Oh. Ich war gerade noch an Land. Wie traurig. Wie traurig. So. Take all und jetzt kann ich uns allen ein. Ja, den Bone Dagger noch nicht, aber. Ragnar ist ein wahrer Held. Ne? Ich opfer mich fürs Team, wie immer. So, kommt zu mir auf die Rose. Ihr kriegt alle einen Dagger. Oh, das ist ein Frisbee unter Wasser, sehe ich gerade. Ja, ja, ich habe schon drunter geguckt, ist nichts Beeindruckendes. Zack. So, wenn ihr herkommt, gibt's Messer. Messer, Junge. Zack. Und ich krieg auch einen. Was ist denn das hier für eine Nummer? Nee. So. Super geil. So. Dagger. Das ist quasi wie eine Machete, oder? So ein bisschen, ne? Sieht ja, auch für ein Land geil aus. So, wollen wir nochmal runter, oder was? Mal sehen, wie hell es ist. Können wir machen. Ich muss das Ding nur erstmal. Ja, wir sollten so ein bisschen in der Nähe dieser Sauerstoffblase hier bleiben. Die macht mir ein bisschen Angst, tatsächlich. Wieso? Weil. Aber jetzt ist das schon wieder hier. Ich bin jetzt schon wieder 4 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alter. Hilft Gegenhaut? Kann man das nicht triggern? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich hab draufgehauen, dann ist nichts passiert. Doch, ich hau. Unten.
Wo war denn hier das Seegras jetzt? Stromkabel, was hier unten lang führt. Ja, das habe ich auch gefunden gehabt. Oh, hier kommt, aus dem Stromkabel kommt auch Sauerstoff raus. Wo? Taucht hier gerade auf. Oh, 15 Sekunden. Ja, ja, ich bin auch auf dem Weg nach oben. Ah, hier. Nee, passt. Ich bin über dem Stromkabel. Hast du was abbekommen, ja? Ja, ja. Ich ertrinke gerade schon wieder. Alter, das ist, oh, aber gerade so. Das war auf die letzte Sekunde. Ey! Ey! Was denn? Die Glas ist durch mich durchgegangen. Das Tor ist mich tot. Ja, die Glas ist einfach durch mich durchgegangen. Was war das denn? Also ich bin wieder voll. Ist das Duster? Meine Güte. Aber hier, jetzt kann ich mal... Pieks. Allgemein. Naja, man muss ja gucken, was man hier kriegt, ne? Coleskull, Quappenfleisch. Ja, die sind wahrscheinlich so die Billow-Creeps von unter Wasser, ne? So, und schon wieder hoch. Es ist so irgendwie noch kacke. Das mit dem Sauerstoff, das befriedigt mich alles nicht so richtig. Nee. Ich schwimme mal weiter in die Mitte vom Teich. Und werde da mal abtauchen. Ich glaube, das macht besser. Ich seh da auch was leuchten. Da leuchtet was. Definitiv. Oh ja. What the fuck ist das? Unterwasserglühwürmchen. Und sie bewegen sich. Und da ist auch das F-Wort zu sagen. Du musst an die Kinder denken, du Arschloch. Was? Glühwürmchen? F-Wort? Arschloch? Oh, komm her. Gib mir. Und Sauerstoff. Sehr schön. So, ich will jetzt aber wissen, was hier leuchtet. Okay. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Komm zu mir. Komm zu mir. Deine Uhr. Nee, komm zu mir. Ich kann gerade nicht. Ja, dann hol deine Sachen und komm zu mir. Auf meinen Sack. Ich habe noch keinen Eingang. Doch, da ist ein Eingang. Nee, doch nicht. Okay. The fuck, was ist das? Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Laboratory oder sowas. Oh, ich brauche den Sauerstoff auch. Ach, ich verreck doch schon wieder. Das ist doch scheiße. Vielen Dank. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Boah, Alter. Da ist wieder die Unterwasserspinne. Ja, die sind halb so wild. Die sind hinter dir, glaube ich, gerade her. Ich habe Seegrasfasern. Sehr gut. Aber Kai, jetzt tauch mal direkt runter. Wo seid ihr denn? Ach da. Nein, die scheiß Spinne kommt. Ach so, dann machen wir die erst nackig. Die hat übrigens das Zeug, was wir noch brauchen. Echt? Dann habe ich das bestimmt schon. Wo ist das Vieh? Spider Venom. Unterwasserkacke. Diving Bell Fiber. Das könnte sein, dass es genau das ist, was wir brauchen. So, okay. Wo ist das Labor? Ja, komm mal einfach mit runter. Du müsstest die Lichter jetzt schon sehen, wenn du hinter mir bist. Ich sehe dich nicht. Ah, ich sehe Licht. Aber ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Pond Dome. Teichkuppel entdeckt. Auch jetzt erst komischerweise. Ich finde das Terminal-Passwort steht hier. Ja, ich will erstmal einen Eingang finden. Ich muss erstmal scheiße. Ich brauch Luft. Ja, ja, ich auch schon wieder. Das ist doch kacke. 10, 9, oh fuck. Ich. Nein! Spuck nochmal aus. Ja, ist bei mir auch gerade hoch. Das ist echt, so ist kacke. Das ist Mist. Das ist absoluter Mist. Wenn die Dinger irgendwie regelmäßig ausspucken würden, wäre es cool, aber so ist es einfach nur nervig. Ja, ich hätte es aber trotzdem nicht hingekriegt. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas irgendwie erforschen, damit wir unter Wasser atmen können. Vielleicht gibt es so einen Rüstungslufthelm oder so. Ja, oder so ein Tauchsack, ja. Ne, also so ein Nebenhandtool quasi, wie den Fallschirm. Wie die Trinkflasche oder sowas. Ja, ja. Wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir gleich mal viel erforschen. Ja, das machen wir jetzt auch noch, würde ich sagen. So als letzte Amtshandlung. Ja, ich hole nur meinen Rucksack.
Ja, ich auch. Und dann schwimmen wir da einmal rüber. Oh, was ist das denn? Huh. Das war ja interesting. So, da ist mein Rocker. Und dann schwimme ich da mal zur Forschungsstation rüber. Obwohl, wir könnten auch noch mal hier zu unserem kleinen Robot rein. Und da mal wieder ein bisschen was freischalten, oder? Müssen wir nicht Only Science haben? Also ich paddel jetzt erstmal einmal zu der Forschungsstation. Ja, ich gehe zum Robby. Gott, ist das unangenehm, wenn du in der Nähe von so einem Koi schwimmst, ey. Ja. Kai, dann sollten wir vielleicht mal Stranded Deep spielen. Okay. Nicht. Es ist ganz witzig, aber es kam bei meinem Publikum so gut an wie Fußpilz. Ne, also guckt mal rein, es lohnt sich. Allein schon, weil Michi und mir so viel Scheiße passiert ist. Ja. Ich versuche euch mal einen Link reinzuballern. Wenn ich das nicht wieder vergesse, was ich tue. Das ist der einzige Nachteil bei Stranded ist tatsächlich, es hat nur Koop-Multiplayer. Ne? Sowas ist ja, geil stimmt. Für ist ja nur local. Beat'em Ups was, oder sowas. Was? Ne? Aber oh, eine Wolfsspinne! Eine fucking Wolfsspinne! Muss einfach. Die hat mich mit einem Schlag gerade umgehauen. Alter! Hast du schon wieder gesehen? Ja! Es ist auch das erste Mal, dass ich gerade eine Wolfsspinne gesehen habe. Schön! Ja, eine tolle Überraschung. War die am Teich? Ja, in der Nähe vom Teich. Oh, ich sehe sie. Ja. Alter! Die will man nicht sehen. Ja, ich muss da aber nochmal hin, weil wegen Rucksack und so. Ja, nö. Schön, dass du raus bist. Ich mag das auch nicht. Spielen ist, ist auch überbewertet. Oh, jetzt ist mein Rucksack da auch noch blöd in so einem Baumstumpf drin. Fuck, ey. Die Alternative zur Wolfsspinne, der gröhlende Karpfen. Oh nein, da kommt sie schon wieder. Sie kommt schon wieder. Nein. Ich habe Ross Heinz bekommen. Das ist schön. Und ich bin tot. Ach, die vergiftet einen auch. Nett. Alter. Wie hast du das denn gekriegt? Was denn? Ich hab das Dingsbums analysiert. Das ist Gras. Was war das? Tauchkranke jetzt oder was? Was habt ihr gekommen? Ich wurde gerade schon wieder getötet. Ein Kiemenrohr. Was brauchen wir dafür? Wahrscheinlich Gras. Also dieses Seegras. Was heißt denn hier wahrscheinlich? Ich will immer mit C kriechen, ne? So, jetzt versuche ich zum x-ten Mal meinen Rucksack zu kommen. Whee! Und dann auch noch irgendwie wegzukommen, ne? Das wird keiner was werden. Ja. Ha, hab's geschafft. Das war ja einfach. Also ihr wurdet gerade in der Nähe vom Dingsbums von der Wolfsschimmel. Ja, das ist ganz bei uns in der Nähe. Mensch, das macht ja richtig Mut, jetzt aus dem Wasser zu gehen. Ja, und vor allem nicht so, ne? Da zu sein. So, Robby, wo bist du? Komm mal ran hier auf den Meter. Oh, Alter! Oh! Die Spinne? Die hat mich instant gekillt. Ja, ein Schlag bis tot, ne? Hab ich mich erschrocken gerade, meine Güte. So. Das schreit doch nach einem Kamera-Close-Up. Okay, was können wir denn machen? Markus? Ja. Kamera-Close-Up von Kais Gesicht und so. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich war gerade. Entschuldigung. Buff Lungs, okay. Können wir vielleicht mal schlafen? Alter Vater. Achso. Science-Set. Du hast gar keine Chance. Nee. Dann trotzdem zu überleben, weil du durch das Gift einfach getötet wirst. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wir können die Kosten. Du wirst instant auf ein Papier geschlagen und danach kommt Gift. Echt ätzend. Naja, ist mir egal, ich bin im Wasser gestorben, ist also nicht ganz so schlimm. Riesig blöder Käfer. Komische Teile. Okay, also wir können einen Perk freischalten, der maximal Leben erhöht. Wir können bessere Wände freischalten. Können wir? Ne, können wir nicht ganz. Da fehlt ein bisschen was für. Oder wir können unsere Lungen buffen, dass wir mehr Stamina haben. Ne, haben wir aber mehr Stamina, nicht länger atmen. Das steht da nicht.
Wir können unseren Trinkschlauch upgraden, dass er mehr Wasser halten kann. Ja, wir können den Eyepatch upgraden, dass wir weniger Stamina verbrauchen. Oder die Effektivität von unseren Bandagen erhöhen. Beziehungsweise, dass sie weniger Dings brauchen. Weniger Material. Muss ich entscheiden. Ich bin raus. Mir ist es relativ gleich, ehrlich. Ah. Okay. Wollen wir was Geiles für die Base holen? Gerne, warum nicht? Ich würde aber fast sagen, lass uns ein bisschen an unserem Equipment arbeiten. Dass wir irgendwas effizienter machen. Also Lungenbuff zum Beispiel finde ich schon mal gut. Max Stamina gibt's halt noch, ne? Ja. Ach, kostet 5000, auch, Alter. Und auch mehr HP finde ich auch nicht verkehrt. Ja. Ja, da müssen wir aber bei beiden noch sparen. 5000 Science. Achso. Insgesamt oder für jedes? Für jedes. Ohoho. Das ist fett, ne? So, kann ich noch was analysieren? Ja, kann ich. Die sind ja wie Rewe, Alter. Aber ja, toll, so eine Art. Science. Bone Trident. Oh, wir können echt einen Dreizack bauen. Wie geil ist das denn? Kai, das ist geil. Das ist geil. Was denn? Herrscher des Meeres. Wieso Kai? Das war ich. Hat Kai das nicht gerade freigeschaltet? Nee, ich war das. Ja, okay, Markus, du bist geil. Ja, danke, danke, danke. Das will ich doch mal hören. Nee, ich weiß nicht, wo das Problem ist, das auch mal zu sagen. Also, ne? Ich bin so. Ich hab's doch gerade voller Ideen zu sagen. Ja, ich bin so ein cooler Typ und du willst es einfach nicht anerkennen. Das ist viel schrecklich. Ich erkenne das an. Mir kostet bloß deine Arroganz an. Kannst du auf dem Rücklicht vielleicht noch Leben mitbringen? Welche Arroganz denn? Ich bin, also, wann war ich denn mal arrogant? Ne? Also, ich bin halt wirklich geil. Kai, erzähl mal, Ragnar, das Zuschauer. Ja, ich werde von meiner eigenen Community gemobbt. Das hat nichts mit Mobben zu tun. Schon so ein bisschen. Nee. Doch, ganz sicher. Deine Arroganz mobbt uns. Ach, Quatsch. Ich bin total liebevoll. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. So, ich weiß nicht, wo ich jetzt noch Lehm herkriegen soll. Hast du das Erosenwachs schon? Ich habe alles analysiert, was da war. Oh, ich höre schon wieder eine Spinne. Nein, Und der Herr Schabernack. Ich bin momentan nicht, weil ich da gleich einen Fünfer reinschmeißen musste. Dadurch, dass, wenn der Bertholdson arrogant ist, wir 50 Cent in ein Phrasenschwein quasi werfen. Und davon will Herr Schabernack uns hier im hohen Norden besuchen kommen. Genau. So weit hat er es schon getrieben. Ne? Ja, 5 Euro und das Ding hat ja noch nicht mal eine Woche. Habt ihr Wasserflohfleisch schon analysiert? Nee, nicht so wirklich. Ich werde für dich schon weiter über Ragnars Arroganz reden. Über meine Arroganz? Nee, ja. Komm mal zu dir, dass wir hier mal noch ein bisschen analysieren. Wir können auch über deine Armut erstmal reden. Über meine Arbeit? Armut, nicht Arbeit. Ja, ach über so. Deine Arbeit können wir auch reden, das bringt nur nicht viel. Also zumindest kein Geld. Ach doch, das Geld ist okay. Das sagt er. Das ist unser nächstes Forschungslabor. Ist das echt erst bei Burgle oder was? Nee, das nächste Forschungslabor ist der Steinkasten da hinten, auf dem Wasser. Boah, das ist auch so weit weg. Ach, dann, scheiße, ein Burgle ist doch gleich hier vorne. Wassertropfen, was ist denn hier los, ey? So, aber was willst du jetzt noch groß analysieren jetzt? Ich hab noch Wasserflohfleisch, bevor das gleich verschimmelt. Ach so. Ja. Dann hätte ich noch Spinnenseide, also Seidenseil und Seerosenwachs. Oh, was sind das alles? Das habe ich schon analysiert. Das habe ich schon analysiert. Ach, das hast du schon. Ich habe noch 12 Seerosenwachs, aber das Seidenseil haben wir. Okay. Wollen wir eigentlich mal eine neue Kiste für den ganzen Unterwasserkram bauen? Ja. Macht Sinn. Mach ich mal fix, ne? Was haben wir denn da? Das ist eine große. Ja, klar. Guck mal, das machen wir hier hinten in die schöne Ecke rein. So. Zack.
Cloverleaf und ein bisschen Krams hier. Ich höre diese dreckigen Spinnen hier schon wieder. Fertig. Ne? Die sind aber auch schon wieder penetrant, Alter. Ja. Also man hatte jetzt eigentlich auch zwei Inventarsets, ne? Also einmal für Unterwasser, einmal für Überwasser. Und aus irgendeinem Grund habe ich zwei Trinkschläuche. Wie kommt das denn? Keine Ahnung. Fehlt einem alleine? Ne, ich hab meinen noch. Ach, ich bin auch ein Idiot. Manchmal bin ich echt unglaublich dumm. Ja, ja, das gefällt dir. Ich sehe das gerade nur aus dem Augenwinkel, was du da machst. Aber ich hasse dich jetzt schon. Ach, du liebst mich, Alter. Ja, an guten Tagen. An guten Tagen. So, wie dem auch sei, wir haben mal wieder eine Folge hinter uns gebracht, Jungs. Und auch nur 10 Minuten überzogen. Ich bin fast stolz. Ne? Wow. Das heißt, ich... danke euch wie Wortgulasch. Geil. Es ist einfach schon 12:30 oder so. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst vor allem den Kommentar da. Wie oft soll man das eigentlich noch sagen? Dass sie kommentieren. Obwohl, irgendwer hat letzte Folge kommentiert. Michi, weißt du den Namen noch? Nein, habe ich vergessen. Das war bei der letzten Folge, der hat 3 Kommentare reingehauen. Ja. Sehr, sehr geil. Fand ich total, ne? Gut. Und, aber was ich von dir schäbig fand, du hast nicht mal geantwortet. Ja, ich glaube, das habe ich gelesen, als ich auf Arbeit war. Asche auf mein Haupt. Ne? Was ich gerade cool feststelle, ist, dass meine Kamera so ausgerichtet ist, dass wenn ich dich angucke, auch wirklich darüber zeige. Das heißt, ich kann da auf den Monitor gucken und sehe dich in groß. Das finde ich gerade total toll. Ja. Ja! Sowohl als auch. Achso. Das ist unglaublich clever. Wenn ich Kai jetzt grüßen muss, in welche Richtung muss ich gucken? Links, rechts? Guck mal nach rechts. Nach links. Hey Kai, wie geht's dir? Hi. Nee, du musst andersrum gucken, Kai. Achso, hi. Ja, das klappt einwandfrei, super gut. So stelle ich mir das Kai, vor. Kai, das war jetzt aber echt nicht schlau von dir. Es tut mir sehr leid, Michi. Okay. Ihr macht das total super. So, mit diesem schlechten Slapstick danke ich euch jetzt vielmals fürs Zugucken. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn's heißt Grounded mit Ragnar and the Bad Hot Sons. Und ich übergebe an die beiden Pappnasen da drüben. Kai, möchtest du dich nicht verabschieden? Ja, Michi, möchte ich sehr gerne. Also, auf Wiedersehen. Michi. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und damit reingehauen.